Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, Kindeskinder, liebe Rentner, Ausländer und vor allem auch Gamer. Herzlich willkommen auf dem Jungfernflug der MX37984-57954 von Fickingen nach Hodenhagen. Wir starten heute bei orkanartigen Windböen samt Schneegestöber und einer 99%igen Wahrscheinlichkeit, nicht heile am virtuellen Pixelboden von Microsoft Flight 2012 anzukommen. Jegliche Fluchtversuche sind ab dieser Durchsage zwecklos, da die Tür bereits von unseren feisten Stewardessen fest versiegelt wurde. Viel Spaß bei Ihrem Todesflug, Ihr Kapitän. Ja, und damit herzlich willkommen zu Microsoft Flight 2012, nenne ich es jetzt einfach mal. Zu einem neuen Let's Try hier auf meinem YouTuber-Kanal. Was ist Microsoft Flight 2012, das ich einfach mal so nenne? Microsoft Flight ist die Arkadifizierung des Flight Simulators von Microsoft, den es ja schon ein paar Jährchen gibt. Besser gesagt, jetzt muss man sagen, gab. Ich muss sagen, es ist ein Free-to-Play-Modell, was ich so eigentlich nicht sehr gerne sehe. Also es ist so ein bisschen... Man kann sich das Ding quasi kostenlos runterladen, also den Klienten, dann muss man das Ding über Games for Windows Marketplace Live-Dingens runterladen. Ist knapp 1600 MB groß und dann hat man das Game drauf, samt zwei Flugzeugen und ein paar Herausforderungen und einen Multiplayer-Modus und kann dann, oder ja, sag mal, muss dann, hier über den, Download-Marketplace sich zusätzliche, Abenteuerpakete oder Flugzeuge herunterladen. Zum Beispiel das Hawaii-Abenteuerpaket kostet 1600 Microsoft Points. Und das sind knapp 20 Ocken. Also das ist schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen teuer. Aber gut, man kann auch mit dem Grundspiel, sag ich mal, ein bisschen Spaß haben. Es ist leider, wie gesagt, arkadifiziert, sag ich jetzt einfach mal. Das ist so ein Wort, das benutze ich ganz gerne bei solchen Games. Es ist nicht mehr der Flugsimulator, den wir von früher noch kennen. Also richtig, wo du so ein richtig dickes Steuerbord hast und wo du dann hier klicken kannst und da und jenes. Es ist ziemlich, ziemlich arkad geworden. Ich muss mal ganz kurz husten. So, da bin ich auch schon wieder. Also Fans der alten Schule, des alten Flight Simulators werden mit diesem Spiel nicht sehr glücklich sein. Das kann man so, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß rumquatschen, beginnen wir mal mit dem ersten Einsatz. Also ihr seht, hier ist die Einsatzkarte. Wir haben hier verschiedene Aktivitäten wie Einsätze, Herausforderungen oder Aero-Catches. Das sind sozusagen so Kunstflüge, also wo man unter Brücken durchfliegen muss oder besonders waghalsige Flugeinlagen irgendwie hinklatschen muss. Das gab es ja zum Beispiel früher auch nicht. Aber bei Flight 2012 gibt's das halt. Dann gibt es halt hier die Herausforderungen, ne? Das sind hier verschiedene Sachen, wie fliegen Sie... Oh, mein Steuerbord spielt gerade verrückt, unfassbar. Wie zum Beispiel, sammeln Sie alle 25 Ringe, bevor die Zeit abläuft. Oder landen Sie so sanft wie möglich auf dem Pistenlinienmitte auf Flugplatz Puwawa-Ranch. Ne? Also Ranch, nicht Ranch. Landen Sie so sanft wie möglich auf der Pistenmittellinie auf dem Bradshaw Army Field, bla bla bla. Ne? Das sind diese ganzen Herausforderungen. Und da gibt es dann halt verschiedene EPs für. EPs sind wichtig insofern, es gibt hier eine, wo war das denn jetzt gerade nochmal, bitte? War das hier vielleicht? Nein, das ist der Flughangar, aber das ist auch nicht schlecht hier, ne? Hier gibt's die Boeing PT-17 Stearman Luxus-Ausführung. Das ist ein US Navy-Flugzeug von früher, das ist ein Doppeldecker-Flugzeug, das sieht ganz lustig aus. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Ding noch gar nicht geflogen. Ne? Ich bin bisher immer nur mit diesem Icon-Ding hier geflogen, was so eine Art hier Toyota-Logo hat. Ist das Toyota? Ich glaube schon. Und das sieht ganz lustig aus, aber das ist wie gesagt mehr so ein modernes Flugzeug. Das ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch im Real Life, sag ich mal, in der Bauphase gerade. Aber da kenne ich mich jetzt zu wenig mit Flugzeugen aus, als ob ich da irgendwie irgendwas zu sagen sollte. Dann haben wir hier die Maul M7-260C Orion. Das ist auch eine Luxusausführung, aber halt ein Downloadable-Flugzeug sozusagen. Das kostet 1200 Microsoft Points, also 1400 MS Points. 1400 MS Points, Blödsinn, was laber ich denn da? 14 Euro für ein Flugzeug, das ist eindeutig zu teuer. Ja, hier 640 gibt es noch die P51D Mustang Standardausführung, aber wie gesagt, das ist alles viel zu teuer, meiner Meinung nach. Das kannst du ja gar nicht, dann, wenn du das alles kaufen würdest, wärst du ja bei knapp 60 Euro und das ist das Game halt einfach nicht wert.
So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Trainingsflug wollen wir nicht. Wir wollen Aktivitäten, Einsätze, Herausforderungen, Aero, Catch, Jagd. Was machen wir denn mal? Wollen wir mal Herausforderungen? Nee, da können wir eh nichts machen, glaube ich. Also nicht so viel zumindest. Genau, ich wollte noch sagen hier, ne? EP, es gibt, du kannst eine EP sammeln. Und zwar, dann hier, ne? Pilotenprofil, da wollte ich hin. Dann habt ihr hier so ein Pilotenprofil-Karriere. Wir sind derzeit Level 2, weil ich das Tutorial und sowas schon gespielt habe. Aber man kann halt dann durch die ganzen EP ein neues Level hochsteigen und dadurch dann eben hier neue Aktivitäten freischalten. Ja, das ist ganz lustig, aber das ist naja, also das ist mehr so rollenspielmäßig, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, gehen wir mal auf die Einsätze und starten einfach mal die Stearman-Intro. Eine Einführung zur Boeing PT-17 Stearman. Erreicht nicht, aber ja, das haben wir ja alles geschafft und machen mal Einsatz auswählen und dann geht's auch schon los. Die Amerikaner Erwin und Wilbur Wright gelten als diejenigen, die das weltweit erste erfolgreiche Flugzeug gebaut und am 17. Dezember 1903 den ersten Flug in einem Luftfahrzeug, das schwerer als Luft ist, unternommen haben. Ja. Das ist eine Information, die wir an dieser Stelle benötigt haben. Wenn ihr was im Hintergrund piepsen hört, ich weiß nicht, was es ist. Schauen wir uns die Maschine vorher kurz an. Okay. Im Zweiten Weltkrieg diente die Boeing PT-17 Stearman als Schulflugzeug. Nach dem Krieg wurden tausende Stearmans auf dem freien Markt verkauft. Viele wurden zu Agrarfliegern umgerüstet, einige werden auf den Inseln noch eingesetzt. Andere sind in der Hand von Fliegereifans und Flugschauteilnehmern. Wegen ihrer Flugeigenschaften, des Aussehens und des offenen Cockpits wurde die Stearman zu einem Klassiker. Sind Sie bereit? Klettern Sie rein! So, wir können jetzt hier rumlaufen. Das ist ja lustig, das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie weit kann man da laufen? Das wüsste ich ja gern mal. Ich laufe einfach mal. Sie hin? Steigen Sie in die Stearman. Ich wollte aber doch mal da hinten. Naja, egal. Okay, dann steigen wir mal in die Stearman. Und wollen doch mal gucken, zum Einsteigen. Yeah. Sehen Sie sich um, die Instrumente sind übersichtlich. Ja, so kann man das sagen. Piloten benutzen eine Checkliste, um an alle für einen sicheren Flug notwendigen Schritte zu denken. Rufen Sie die Checkliste auf. Rufen Sie die Checkliste auf, indem Sie Q drücken. Sie können die Checkliste von Hand ausführen, automatisch ausführen lassen oder überspringen. Da wir in diesem Flugzeug nur wenig Zeit haben, gehe ich die Checkliste mit Ihnen Schritt für Schritt durch. Ja, das ist gut. Hier ist die Anlass-Checkliste. Bremsen, treten und halten. Gashebel auf mittlere Stellung. Gemisch auf voll reich. Okay, Zündung an. Batterie an. Anlasser an. Und? Motor springt an. Boah, das grün, aber ganz schön hier das Ding. Antrieb zurück auf 800 Umdrehungen. Öldruck sieht gut aus. Ja, wie wär's, wenn ich das denn alles mal machen könnte, um es zu wissen dann? Alternator und Funkgeräte an. Bremsen gelöst. Ja, ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Sehen Sie, wie schlecht man am Boden über die Nase sehen kann? Um mehr zu sehen, müssen Sie seitlich rausschauen. Hier und hier? Versuchen Sie es mal. Was verändern Sie den Blickpunkt, indem Sie die Mausradtaste gedrückt und nach oben, nach links und rechts ziehen? Geben Sie etwas Gas, um loszufahren. Okay. Dann fahren wir mal vor zur Piste. Brumm, brumm, brumm. Bewegen Sie die Maus. Wir wollen etwas zu schnell. Bremsen Sie in Spornradflugzeugen wie das Stearman vorsichtig, sonst schlägt das Heck nach oben. Denken Sie bei Start und Landung daran. Okay, wir landen, wir starten einfach. Hey, wir sind im Gras. Der Maschine macht das nichts, aber bleiben Sie auf der Rollbahn. Halten Sie hier, ich gehe die Startcheckliste durch. Hey, Sie sollen die Piste benutzen. Ja, ich bin doch schon losgeflogen. Ach du blöde Nudel, ich bin doch schon losgeflogen, Mensch. Kann alles dafür, dass wenn das Ding da Losrad hat wie so ein Formel-1-Auto. Ach, da leck mich doch. Blöde Kuh. Hätte doch die Checkliste auch in der Luft machen können. Mein Gott. Sehen Sie, wie schlecht man am Boden über die Nase sehen kann? Ja, das weiß ich jetzt auch. Um mehr zu sehen, müssen Sie seitlich rausschauen. Ja, ist ja schon gut. Sehr gut. Wollen Sie zur Piste? Geben Sie etwas Gas, um loszufahren. Okay, etwas Gas. Geben wir mal ein bisschen Gas. Okay, wir geben noch ein bisschen Gas. Bremsen
Sie in Spornradflugzeugen wie der Stearman vorsichtig, sonst fliegt das Heck nach oben. Denken Sie bei Start und Landung daran. Ach, hier kann man fahren. Oh. Ja, ist ein bisschen, ist aber alles okay soweit. So, wir bremsen mal wieder ein bisschen ab. Wir müssen ja da vorne zur Piste. Ist manchmal ganz schön fummelig hier die Steuerung, muss ich sagen. Lalala, wir fahren zur Piste. Fahren in den Puff nach Barcelona. So, fahren wir mal hier um die Ecke rum. Ich weiß gar nicht, fahren wir jetzt richtig? Ich gehe die Startcheckliste durch. Okay, wir halten hier. Hallo, halten. Ach ja. Okay. Höhenrudertrimmung bereit. Schön. Gemisch auf vollreich. Schön. Propellerdrehzahl auf voll. Ja. Höhenmesser korrekt. Super. Öldruck und Motortemperatur gut. Das freut mich. Sieht gut aus. Rollen Sie auf die Piste. Ich leite Sie beim Start an. Was willst du mich leiten? Ich will doch erstmal jetzt... Ich wollte doch jetzt... Also wie soll ich denn jetzt... Ah. Wo ist denn überhaupt die Piste? Kann man das mal jemand verraten? Sind wir hier schon auf der Startpiste? Nee, ich glaube, wir müssen dann hier in diese Richtung. Ja, könnte ein bisschen holprig werden, Mädchen, aber das macht nichts. So. Hat auch gut funktioniert, oder? Hat doch wunderbar funktioniert. Wir sind ein bisschen auf dem Rasen gelandet, aber das macht nichts. Das machen die Flugzeuge von heutzutage auch. Rollen Sie auf die Piste. Ich bin doch hier jetzt schon auf der Piste, oder? Sobald Sie ausgerichtet sind, geben Sie langsam Vollgas. Langsam, okay. Dann geben wir mal langsam Vollgas. Halten Sie mich gedrückt, um Vollgas zu geben. Wir geben Vollgas. Juhu! Das Heck geht von allein hoch und mit etwas Aufwärtshöhenruder fliegen wir mit etwa 6-0 Knoten. Yeah! Rechts oder links? Wie wackelt das Ding ganz schön hin und her? Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt hier gerade wird. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie will das Flugzeug nicht so, wie ich will. Na komm, fliege hoch! Juhu, wir haben es geschafft! So, steigen Sie auf 500 Fuß! Okay, machen wir doch glatt! Hui! Wunderbar! Wir sind oben, war ein bisschen holprig der Start, aber... So, wir sind auf 500 Fuß! 500 Fuß, ausleveln und die Höhe halten! Wow. Stellen Sie den Antrieb für den Flug auf 85% oder 2,2 Zoll Ansaugdruck! Wie bitte, was? Ja, mach du mal. Wir können uns da derweil da unten mal die schöne Pixellandschaft angucken. Sieht doch wunderbar aus da unten. Sehen wir uns das Kreuzfahrtschiff mal an. Genau, wir haben sonst nichts Besseres zu tun, wie irgendwie in einer Landschaft rumzufliegen. Fliegen Sie zum Kreuzfahrtschiff. Oh, Extremzocker 89 ist online. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir können ja mal ein bisschen rausgehen hier aus dem Cockpit. Uah, und dabei aber nicht... Ja, jetzt, das hat ja super funktioniert. So. Ich glaube, Pilot werde ich mal nicht. Das ist ein Riesenschiff, umkreisen wir es doch mal. Ja, genau. Warum nicht? Wie soll man das denn jetzt umkreisen? Einmal ja, rumfliegen? Flugzeug mit offenem Cockpit, das ein tolles Panorama bietet. Ah, was ist da unten denn los? Hallo! Ich bin ein Flugneuling und könnte euer ganzes Leben gefährden. Hallo! So, wo sollen wir denn jetzt hin? Hier über dem Wasser können Sie die Maschine auf Herz und Nieren testen, damit Sie ein Gefühl für Ihr Flugverhalten kriegen. Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Fliegen Sie etwas herum und bekommen Sie ein Gefühl für die Maschine. Okay. Hui! Kann man da vielleicht so wie bei Battlefield so eine Drehung hinlegen? So eine... Nee, ich glaube, das wird nichts. Wir werden langsam. Rechnen Sie bei dem Tempo mit trägerer Steuerung. Oh, oh. Uah. Oh, ist ein bisschen wackelig. Fliegen Sie etwas rum und bekommen Sie... das ist ja immer noch das Gleiche. Lalala. Ein bisschen höher mal fliegen.
Lalala, Strömungsabriss, scheiß doch drauf. Ja, wo sollen wir denn jetzt hinfliegen? Das ist hier irgendwie so ein bisschen langweilig gerade, weil, ich meine, das Wasser sieht ja ganz nett aus, aber... Wenn Sie bereit sind, fliegen Sie zurück aufs Land, zur Mündung des Vailucos. Ja, super, das hätte ich auch mal früher sagen können. Wir wollen jetzt zu den Rainbow Falls, von dort können wir gut landen. Uah. Ach, du liebe Zeit. So, jetzt müssen wir gleich landen, da bin ich ja mal gespannt, wie das gleich funktioniert. Man kann mit N übrigens zu einem Waypoint springen, aber das machen wir natürlich nicht, weil das wäre ja irgendwie langweilig. Na, da brauche ich ja hier auch nicht zocken, dann werden wir sowieso hinspringen. Wir können uns das Ganze ja mal hier Sie so Sie eben... Wenn Sie mögen, können Sie ein paar Ausflugstouren fliegen oder ein Zukunftsprogramm bei einer Flugschau. Wow. So, gehen wir mal hier in die Außenperspektive und schauen uns hier die wunderbare Pracht des Meeres an. Hallo Yacht! Dam daram tada, daram daram tada. Wir fliegen viel zu hoch. Aber wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, da kann man ja hier, ne? Kann man ja. Hui! Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus soweit, das Spiel. Aber wie gesagt, wenn man halt aufs Land zufliegt, dann sieht das alles schon ein bisschen, naja, pixelig aus. So, wir gehen mal wieder zurück hier in die Cockpit-Perspektive und dann wollen wir mal schauen, dass wir mal ein bisschen Fuß verlieren jetzt langsam, weil wir sind ziemlich hoch. Wir müssen ja landen da hinten gleich. Weiß auch nicht, warum das Scheißding so einen Rechtsdrall hat. So, noch 2,3. Was ist das? Knoten? Oder... Was ist Knoten überhaupt? Ich kenne mich null aus mit dem ganzen Scheiß. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Fliegen Sie zum Eingang von Vailuku. Da sind wir ja fast da. Können ja nochmal hier, ne? Hui! Oh, wir gehen ein bisschen schnell runter. Ist nicht so gut. So, jetzt aber nochmal. Hui! Da hinten ist die Yacht schon wieder. Hallo! Ja, dann mal gucken, was wir gleich in Vailuku so erleben können. Ich habe mir ja persönlich immer ein Spiel gewünscht, bei dem man auch so offen fliegen kann in so einer Welt und dann immer Aufträge erfüllen muss, indem man hin und her fliegt auf so einer riesigen Landkarte. Quasi so wie der Euro Truck Simulator, nur mit Flugzeug. Das hätte ich ja mal total geil gefunden. Aber sowas kam leider nie. Ziemlich schade. So, wo müssen wir denn jetzt? Warum sagt die Alte denn nichts mehr? Wir sind nämlich ziemlich nah hier hinten schon. Sehen Sie die Brücken über dem Fluss? Folgen Sie dem Fluss zu den Fällen. Okay. Weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber okay, machen wir gerne. Ach, da sollen wir drunter durchfliegen. Bei Ausflugstouren müssen Sie immer links oder rechts von der Attraktion fliegen, damit die Passagiere etwas sehen. Wir probieren es einfach mal, komm. No risk, no fun. Okay, das wird nichts. Und drehen nach links ab, wenn wir an die Fälle kommen. Richtung Rainbow Falls. Ja, probieren wir. Haben wir gerade 3000 EP bekommen für einen Arrow Catch, den wir gar nicht gemacht haben? Ja, das ist sehr lustig, aber irgendwie total sinnlos. Egal. So, wo kommen wir denn hier hin? Das sieht ja ganz lustig aus da unten. Uah. Ich wollte nur nach unten gucken. Aber ihr seht schon, ne, Pixellandschaft und so. Also, naja. Links um die Fälle. Dann suchen wir den Flughafen. Wir fahren zurück. Ja, sehe ich genauso. Na, einfach mal wieder nach unten. Bei den Rainbow voll 25 Meter und an dem See wächst wilder Ingwer. Ja, können wir noch mal kurz runter gucken hier, ne? Uah, besser nicht, besser nicht, besser... Nein, 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 besser nicht, besser nicht. So, wir waren dann hier und so, wo sollen wir denn jetzt hin? Hallo? Eine Frau... Eine Referenz zum Ausrichten auf 1703 ist der Lokai Park hinten beim Stadtzentrum. Gehen Sie auf Kurs 130 Richtung Park. Richtung 130, Richtung Park. Ach, da hinten. Woraus liegt Lokai Park? Nehmen Sie den Park als Referenz für Piste 03. Suchen Sie die Laufbahn und die Baseballfelder. Ja, ich dachte, wir fahren jetzt nach Hause. Naja, fliegen wir halt nochmal nach da drüben. In der Zeit gucken wir uns hier unten wieder ein bisschen um, ne? Wir können ja hier auch nochmal blub. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns gerade im Anflug zum Lokai Park. Ich hoffe, wir kommen lebend dort an. Ja. So. Eine perfekte Landung mit Spanrad ist etwas schwieriger als mit dreirädrigem Fahrwerk.
Wenn Sie schön hart auf dem Hauptfahrwerk landen, geht das Heck runter. Wenn Sie dann zu schnell sind, hüpft die Maschine. Hüpft sie denn hin? Beim Aufsetzen langsam genug sein und die Nase muss nach oben schauen. Bei so einer Dreipunktlandung setzen alle Räder nahezu zeitgleich auf. Ja, okay. Schön. Wollen wir noch mal gucken. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt in diesem Lokahi-Park da hinten schon landen oder wie sieht das jetzt aus? Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung. Die Piste 03, fliegen nach links und richten Sie uns für die Landung aus. Ach, da drüben, okay. Mach ich. Jetzt die vor der Landung checken. Gemisch auf Reich. Boah, ob wir das hinkriegen, ich weiß es nicht. Die Landeanfluggeschwindigkeit sollte bei etwa 75 Meilen pro Stunde oder 56 Knoten liegen. So, schauen wir mal. Dass wir einigermaßen auf das Ding zufliegen da unten. So langsam mal ein bisschen nach unten fliegen. Ich hoffe, das ist okay so. Über die Nase ist die Piste beim Anflug oft schwer zu sehen. Manche Piloten fliegen S-Kurven, um die Piste zu sehen. Oder sie schauen seitlich aus dem Cockpit. Ja, das geht schon, das kriegen wir hin. So, Fahrwerk und so wäre nicht schlecht. Mädchen, wo ist das Fahrwerk? Wo ist das Fahrwerk? Piste verfehlt, zum Glück ist das eine Steerman. Ja, wunderbar, aber wir haben es geschafft. Wollen Sie zurück zum Hangar? Wir haben es einigermaßen hingekriegt, ist doch okay. Doch super funktioniert für den ersten, für die erste Landung. Ich wusste gar nicht, dass das Fahrwerk ausgefahren ist. Hab ich gar nicht mitbekommen. Aber anscheinend war das ja so. Aber Hauptsache, wir sind gelandet. Das ist doch das Wichtigste. Man kann beim Rollen S-Kurven fahren, um besser nach vorn zu sehen. Ja, das hast du mir schon mal gesagt, aber das interessiert mich jetzt noch weniger. Wollt ihr nur mal gesagt haben. So. Fahren wir mal zurück zum Hangar. Einfach über die Wiese drüber drauf geschissen, ob hier irgendwelche Straßenmarkierungen hier Landebahnmarkierungen. Da kacken wir doch mal glatt drauf. Wir brettern einfach drüber. Packen Sie jetzt zu dem Hangar. Ja, ja, bin noch dabei. Reicht das noch nicht? Oh. Ja, haben wir ja geschafft. Okay, mach mal. Antrieb auf Leerlauf. Haben wir gemacht. Niedrige Propellerdrehzahl? Jawohl, ja. Zündung geht aus. Sowieso. Wenn der Motor ausgeht, Vollgas geben. Klasse. Elektrik und Batterie aus? Jawohlski. Toller Flug. Wenn Sie Ausflugstouren fliegen möchten, schauen Sie in die Jobangebote. Ja, wer hat jetzt mit mir gesprochen? Niemand. Yeah, wir haben es geschafft. 1500 EP haben wir jetzt gewonnen. Na, wir sind schon Level 4, super. Aber wie gesagt, mich stört das halt ein bisschen, dass die jetzt alles gemacht hat. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Und insgesamt muss ich sagen, der Flug war... naja. Ihr wisst ja, wie, naja, egal. Simulation und so. Also, wobei Simulation ist es ja nicht, aber halt so ein bisschen halt. Wir können ja mal gucken, vielleicht machen wir nochmal eine Landeherausforderung. Das hat doch super funktioniert gerade mit Landen und so. Das können wir doch nochmal hier machen. Landeherausforderung. Das probieren wir glatt nochmal. Wieder mit der alten Steerman. Die hat sich ja ganz gut steuern lassen eigentlich. Bis auf, dass sie ziemlich empfindlich ist. Aber das sind sie, glaube ich, alle. So, geht schon gut los hier. So, bisschen übers Cockpit gucken. Landen Sie so sanft wie möglich auf der Mittellinie der Piste. Alles klärchen. Aber die Piste geht so rüber? Moment. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen rumfliegen. Das ist ja super. Da unten müssen wir hin. Ja, das heißt, wir können noch so ein bisschen Kreis fliegen jetzt. Schauen, ob das schon reicht. Naja, bestimmt nicht. Fliegen wir noch ein bisschen geradeaus. Genießen so ein bisschen die schöne Landschaft hier da vorne. Die Sonne geht auf oder unter. Ich habe keine Ahnung. Uhrzeiten gibt es ja hier in dem Spiel nicht. So, jetzt drehen wir mal so langsam ein bisschen um. Hui.
Okay, da vorne ist die Landebahn. Schauen, ob wir das hinkriegen. Gehen wir mal ein bisschen vom Gas hier runter. So. Fahrwerk ist ja hoffentlich ausgefahren, ne? Keine Ahnung. Und dann mal so ein bisschen drehen hier noch. Okay, so, mal schauen. Ich schätze mal, das Fahrwerk ist jetzt nicht ausgefahren, weil wir unsere alte Schrulle hier nicht mit bei haben. Aber das macht ja nichts. So, mal runter vom Gas. Könnte wieder ein bisschen schräg werden, die Landung, aber... Pff. Ja, wird ein bisschen schräg werden, aber naja. Ist halt ziemlich windig hier. Ja, so wie sich's anhört, ist das Fahrwerk auf jeden Fall draußen. Oder? Ach ja, doch, das Fahrwerk ist draußen. Anscheinend ist das Fahrwerk bei diesem Flugzeug hier dauerhaft draußen. Ich glaube, dass die Piste hier gleich irgendwo zu Ende ist. Oh. Ja, da vorne ist die Piste zu Ende. So, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Yippie, wir haben es geschafft. Auch wenn es total schlecht war, aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist doch super. Yeah. Naja, war jetzt nicht so brillant, aber naja. Haben wir da noch was? Was gibt's denn da? Herausforderung. Poly Valley Herausforderungsparcours. Yo, komm, machen wir noch einen Parcours. Und dann beenden wir das Let's Try auch hier schon wieder. Aber ich würde gerne mal mit dem kleinen Ding hier nochmal fliegen. Was heißt hier nochmal? Ich glaube, im Let's Try hier haben wir jetzt noch gar nicht mit dem Ding geflogen hier, ne? Dann ist das ja jetzt mal die perfekte Gelegenheit dazu. Das ist ein kleines Flugzeug, das ist ein schnelles Flugzeug und es ist ein, ich sag mal, Anfängerflugzeug. So, ne, seht ihr hier schon, sieht ein bisschen aus wie ein Fahrzeug. Super. Je schneller Sie den Parcours fliegen, desto mehr Punkte erhalten Sie. Geben Sie immer Vollgas, das zusätzliche Tempo hilft, wenn Sie steigen müssen. So, flattern wir mal hier durch. Hui! So, brettern wir mal ein bisschen Richtung Boden. Boden der Tatsachen. So, müsste eigentlich genau hinhauen. So. Und dann da vorne noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Ringe das sind. Ihr könnt natürlich auch Highscores aufstellen und die dann online teilen und Statistiken und bla bla bla, aber rechnet nicht mit, dass da online irgendwie viele Leute das spielen. Also sag ich jetzt einfach mal. Weil es halt doch schon so ist, dass, ja. Naja. Ihr wisst ja, was ich meine. Wobei der Multiplayer-Modus ist gar nicht mal so schlecht. Da kann man mit ein paar Updates vielleicht noch ein bisschen was, retten, sag ich mal. Da kann man halt zusammen in der offenen Welt ein bisschen rumfliegen, aber auch wenn es das halt schon war, aber da kann man vielleicht ein bisschen was noch retten. Aber auch nur ein bisschen. So, und das hier ist natürlich auch gerade voll spannungsgeladen, was wir hier gerade probieren. Einfach mal durch die Prärie fliegen hier, ne, durch diese schöne, wirklich wunderhübsche Dschungelregion. Und einfach mal durch solche hammerhartmäßig krass gesetzten Ringe fahren. Also die Spannung hier, ich kann mich gerade selber gar nicht mehr halten. Das ist, unglaublich. Das ist der pure Adrenalinstoß hier gerade. Meine Damen und Herren, dieses Flugabteil ist ziemlich langweilig. Schalten Sie besser ab. Und jetzt auch noch mit Vollgas durch Ring 6. Na, aufkommen. Schaff it. Ah, gerade so geschafft. Uiuiui. Ja, wir können ja auch mal hier, ne? Ne, ist keine so gute Idee. Wir müssen ja in Richtung Ring fliegen. Wow. Ja, ja, Strömungsabriss, scheiß drauf, habe ich doch schon mal gesagt.
So, naja, dann fliegen wir mal in Richtung des nächsten Ringes. Vielleicht machen wir mal eine andere Perspektive. So eine vielleicht mal. Die ist doch mal ganz interessant. Hui! So, dann noch durch diesen Ring durch und dann noch da oben. Boah, jetzt wird's aber richtig schwierig, wa? Ich komme mir gerade vor wie in so einem richtig dicken Science-Fiction-Film, wo er mit seinem Raumschiff auch durch so riesige Dinger fliegt. Ja, und unten die Küste ist auch super animiert. Oh, ich glaube, wir sind falsch geflogen, ne? Oder ist das hier der letzte Ring? Ah ja, okay, es ist der letzte Ring. Hui! Jo, mit diesem wunderhübschen Crash würde ich einfach mal sagen, beenden wir dieses Let's Try an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war der Microsoft Flight 2012, ja, Simulator will ich nicht sagen, aber halt sowas in der Art. Wir steigen jetzt total krass aus unserem supergeilen Prototype-Flugzeug aus und gehen richtig dicke, irgendwie jetzt was fressen in unserem, keine Ahnung, in unserer Lounge, ich weiß es nicht. Wenn ihr das Spiel wollt, ich hau den Link, wo ihr das Ding kostenlos herunterladen könnt, also den Klienten, hau ich natürlich in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Try. Haut rein!